Wir sind mobilisierungsfähig. Die Arbeitgeber müssen mit uns rechnen. Und ich danke euch, dass ihr bei dieser Kälte rauskommt und das auch deutlich sagt. In der Friedenspflicht. Und das ist wichtig. Ab dem 1. März um 0 Uhr ist die Friedenspflicht vorbei. Das wisst ihr, das könnt ihr. Und wir sehen uns auf. Dankeschön. Und jetzt gehen wir weiter in die nächsten Betriebe. Und dann zählt mal die Arbeitgeber, die stark die Metall mit euch, ihr Mitglieder seid. Jung und Alt halten zusammen. Wenn die Eltern die Jugend brauchen, wie bei der Alterssicherung, ist die Jugend am Start. Wenn es um die Übernahme geht, das sind die Eltern am Start. Geschlossen kommen sie raus. Bravo! Wir wollen, dass der etwas in die Jahre gekommene Manteltarifvertrag auch überarbeitet wird. Kurzum wollen wir Perspektiven für junge Menschen. Und für junge Menschen lohnt sich's immer, dass man auf die Straße geht, Kolleginnen und Kollegen. Das Thema Einkommen stabilisieren, Kaufkraft sichern. Viele Leute haben durch Kurzarbeit, Einkommensverluste, das Thema Beschäftigungssicherung. Man kann nicht hergehen und sagen, ja, Ausbilder will ich noch, aber die Junge will ich nicht übernehmen. Da weiß man, um was es geht. Da geht es nur darum, die tarifvertraglich erkämpfte Rechte wieder zurückzudrehen. Und da wehren wir uns dagegen. Du, wie ist unsere Zukunftsperspektive? Und ich kann bloß sagen, Angst und Verunsicherung sind ein schlechter Ratgeber. Die tragen nicht zur Motivation und Leistungsbereitschaft bei. Es gibt aber heute extrem viele, die in einem total rechtsfreien Raum letztendlich sich bewegen, keinen tarifvertraglichen Schutz sind und letztendlich auch leicht ausnutzbar sind. Und das wollen wir verhindern und auch den Manteltarifvertrag heutige Bedürfnisse von Jugendlichen anpassen. Jugend ist unsere Zukunft und die brauchen wir ganz dringend. Und deswegen darf man die nicht vergessen, sondern muss die pflegen und muss die gut ausbilden, damit es auch weitergehen kann. Eine gemischte Belegschaft in alle Altersgruppen. So ist eine gesunde Belegschaft aufgestellt und so ist sie zukunftsfähig. Und das müssen wir erhalten unter guten tarifliche Bedingungen. Was ist da drum? Für uns keine Lohnerhöhung. Oh! Ja, niemals. Die haben uns doch verdient schließlich.